Hi ihr Lieben, willkommen zu diesem Video. Ja, heute wollte ich euch ganz gerne mal zeigen, wie ich mich fertig gemacht habe, weil ich gehe nämlich gleich auf eine Party. Und da wollte ich euch einfach mal zeigen, wie mein Make-up heute so aussieht. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Hier unten in der Infobox, seht ihr auch, da habe ich euch alle Produkte verlinkt, die ich heute trage. Und ja, vielleicht will ja jemand von euch auch meinen Look mal nachmachen. Wenn ihr den nachmacht, dann könnt ihr den gerne mit dem Hashtag LoraSparks Make-up on Fleek kommentieren, damit ich euch auch finde und schauen kann, wie ihr meinen Look nachgemacht habt. Hi Leute, willkommen zu meinem 7. Vlog im Dezember. Und ich habe schon wieder Vlog gesagt, es tut mir so leid. Ich hoffe, es geht euch gut. Natürlich gehe ich heute auf keine Party und mein, ich nenne es Zopfmuster-Wolldecken-Make-up, müsst ihr auch nicht nachmachen. Kleiner Spaß am Rande. Ich habe mir es jetzt gerade hier auf meiner Couch wieder gemütlich gemacht und habe mir einen Kaffee gemacht. Diesmal habe ich ihn tatsächlich nicht irgendwo im Haus stehen lassen, aber es ist mein zweiter Kaffee. Also. Heute Nachmittag habe ich zwei Kaffee getrunken. Wie viel Kaffee trinkt ihr so? Schreibt mir das mal runter. Runter in die Kommentare. Oder wie nennt ihr das da unten? Schreibt mir das mal, wie viel Kaffee ihr trinkt. Also ich trinke ja so um die 3,5 bis 4 Liter Wasser am Tag manchmal, gerade wenn ich auch Sport mache. Und so zwischen oder zu den Mahlzeiten kommen dann auch immer mal so ein halber, dreiviertel Liter dazu, sodass ich irgendwie insgesamt so auf 3,5 bis 4 Liter Wasser am Tag komme. Und dann trinke ich meistens morgens eine Tasse Kaffee. Oder zwei und nachmittags meistens echt nur eine. Manchmal vergesse ich sogar. Also für mich ist Kaffee so ein Genuss. Einfach nicht, weil ich sage, Gott, ich bin so müde, ich brauche Kaffee, sondern ich bin halt echt so, oh, ich habe jetzt voll Lust auf Kaffee. Also geschmacklich einfach. Und so, das war jetzt ein bisschen off-topic. Ja, ich habe heute mir überlegt, worüber ich mit euch sprechen soll. Also ihr schreibt mir ja immer so schön in die Kommentare, was euch beschäftigt und worum es geht. Und auch gestern mit dem Thema Handicap oder auch Thema kleiner Mann oder wie soll ich damit umgehen? Wie ist das denn, wenn die Frau größer ist als ich? Und ich finde das immer so toll, weil bei manchen Themen denke ich mir dann auch so, ist das jetzt relevant? Und dann lese ich aber, viele kommentieren das und dann weiß ich, okay, das ist tatsächlich was, mit was ihr euch beschäftigt. Also schreibt mir das immer in die Kommentare. Seid euch gewiss, auch wenn ich nicht immer jeden einzelnen Kommentar herz oder kommentiere, ich lese die alle, ich scroll die immer mal wieder durch, ob das abends vorm Schlafengehen mit dem Handy ist oder dass ich wirklich im Büro am Laptop sitze oder am Computer und das lese ich, schaue mir das immer an. Filter auch so ein bisschen, welche Themen überschneiden sich und entsprechend so, ja, mache ich immer mein Team. Heute saß ich so da und habe mal wieder Kommentare gelesen. Und da habe ich einen Kommentar gelesen, da dachte ich mir, okay, darüber drehe ich heute ein Video. So, jetzt habe ich gerade noch was erledigt und jetzt geht es tatsächlich los. Ja, ich habe das Video, ich habe den Kommentar gelesen und zwar ging es darum, wie erkenne ich, dass eine Frau wirklich Anzeichen zeigt, dass sie Interesse an dir hat, also an mir oder an dir. Also wie erkennt man eigentlich bei einem Date oder auch schon vor, bevor man überhaupt auf ein Date geht, dass man, wenn man gerade so ein bisschen sporadisch Kontakt zu einer Frau hat, dass die so ein bisschen was von einem will? Also was sind so die Anzeichen? Ich habe irgendwann mal gesagt, manchmal machen die Augen sehr viel, das ist so das eine, aber das Problem ist oft, und vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr Babys in der Familie habt oder vielleicht hat der ein oder andere von euch auch schon Kinder und ihr seht es, dass Mädchenbabys, dass die sehr tief und sehr intensiv den Mamas oder auch den Papas oder auch meinetwegen Oma, Tante, Freund, Freundin in die Augen schauen. Also wenn man die Babys so auf dem Arm hat und die gucken einen so richtig, die haben so einen richtig intensiven, tiefen Blick, so einen, ja, so einen ganz unergründlichen, tiefen, intensiven Blick. Und das ist etwas, was man tatsächlich nicht bei den Jungs so häufig beobachtet. Also es gibt Studien dazu, dass schon Säuglinge, männliche Säuglinge, sorry, ich weiß gerade nicht, wie ich dass Jungs, also Babyjungs, nicht so den Blick halten können wie die Babymädchen. Und das schlägt sich jetzt so ein bisschen im Dating oder in der Findung wieder, steht sie auf mich? Weil ein erwachsener Mann hat auch Schwierigkeiten, den Blickkontakt zu halten. Das heißt, du hast manchmal gar nicht so diesen Filter in der Wahrnehmung, hält die jetzt den Kontakt, den Augenkontakt, weil du brichst ihn schon vorher ab. Das ist etwas, was man zwar trainieren kann, aber man hat wirklich feststellen können bei vielen, vielen Tests mit Hunderten und Tausenden von Männern und auch in verschiedensten Ländern, dass das vielen, das mit diesem tiefen Blickkontakt schwerfällt, den Frauen nicht so. Also aber mit den Augen, wenn du das kannst, den Blickkontakt länger zu halten,
das sagt einem tatsächlich sehr viel darüber, wie die Frau gerade so zu einem steht. Und zwar kann das zum Beispiel sein, dass sie deinen Blick nicht standhalten kann. Also versuch das einfach mal, eine Frau länger anzuschauen. Es soll jetzt nicht so richtig penetrant, so als würdest du ihr irgendwie. Und ich habe auch mal gelesen, dass wenn man jemandem auf die Stirn schaut, dass das Gegenüber sich dadurch unwohl fühlt. Ja, also schau lieber wirklich in die Augen oder hier so zwischen die Nase. Und guck mal, ob sie deinen Blick standhält oder sogar nervös wird. Vielleicht schaut sie so ein bisschen so runter, weil sie irgendwie jetzt sich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ertappt fühlt, dass sie dich angeschaut hat. Oder ja, weil sie vielleicht doch in ihrer Gefühlswelt irgendwie das Gefühl hat, dass sie Gefühle für dich hat. Das waren jetzt viele Gefühle in einem Satz. Aber die Augen machen tatsächlich da sehr viel. Dann ist es manchmal so, dass Frauen immer meinen, mit kleinsten versteckten Hinweisen würde der Mann merken, ja, aber ich habe doch Interesse. Ich habe doch da das und das gemacht, das hätte er doch merken müssen. Und das sind so richtig, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, da bin ich vielleicht zu viel Kerl, dass ich das auch nicht merke. Dass ich mir manchmal denke, und damit wolltest du ihm jetzt zeigen, dass du ihn magst? Was? Wieso? Wie soll das denn gehen? Also tatsächlich ist das für mich manchmal auch unergründlich, wie eine Frau in ihrer verdrehten Logik manchmal das Gefühl hat, sie vermittelt einem Mann, dass sie jetzt Interesse hat. Aber was ein ganz klares und starkes Indiz dafür ist, dass sie Interesse hat, dass sie mit dir redet. Also das heißt, dass man zum Beispiel, wenn man sich auf der Arbeit sieht, dass sie immer Gelegenheiten nutzt, zum Beispiel, wenn du dir Kaffee holst, dass sie sich auch Kaffee holt, wenn du den Gang lang läufst, dass sie zufällig auch zum Kopierer geht und sich was irgendwie kopiert oder einen Fax schickt oder weiß ich nicht, dass sie irgendwie so ein bisschen den Kontakt sucht. Oder bei der Weihnachtsfirmenfeier, um das Ganze jetzt wieder so ein bisschen aktuell die Kurve zu kriegen, dass sie zum Beispiel auch an den Glühweinstand geht, wenn sie sieht, du stehst da gerade. Also eine Frau, die versteckt so locker versucht, dir zu zeigen, dass sie Interesse an dir hat, die hält sich sehr viel in deinem Dunstkreis auf. Also daran merkst du schon ganz klar, die versucht irgendwie Kontakt aufzunehmen. Und wisst ihr, das ist jetzt so ein bisschen off-topic, und zwar, wie du einer Frau dein Interesse zeigen kannst, indem du so ein bisschen mehr Intimität erzeugst. Das habe ich jetzt nirgendwo selber entdeckt, sondern das ist so was Eigenes, wo ich mir dachte, ey, das ist richtig cool. Und ich mache das in meinen Coachings, wenn wir auf die Straße gehen oder in Bars oder so, mache ich das sehr oft. Und man merkt richtig, dass die Männer dadurch die Frau so richtig näher an sich dran kriegen. Und zwar, wenn sie so ein bisschen leiser reden und sagen, ey, kann ich dir ein Geheimnis verraten? Und dann verrät man wirklich irgendwas von sich selber, zum Beispiel, was man irgendwann mal angestellt hat oder irgendwie, wo es vielleicht auch zu einem Moment kommt, wo man zusammen lacht, so, Gott, sowas hast du gemacht, ja? Was auch immer, zum Beispiel im Sommer waren wir in so einem Beachclub und dann hat auch ein Coaching-Teilnehmer von mir eine Frau angequatscht und die haben so, sie wurden nicht so richtig warm und dann hat er sich aber zum Glück erinnert, dass er ihr ein Geheimnis verraten kann und dann hat er ihr erzählt, dass er mit 12, 13 Jahren mal mit seinen Kumpels über den Zaun geklettert ist, vom Schwimmbad so irgendwie abends oder nachts in der Dämmerung und sind da ins Wasser gesprungen und so und irgendwie war dann aber da, ich weiß nicht, ob nennt man das Hausmeister, aber auf jeden Fall kam jemand und dann sind die ganz schnell weggerannt, aber ja, auf jeden Fall, es war irgendwie eine witzige Geschichte, die ging noch ein bisschen weiter, weil ich glaube sogar, dass die erwischt wurden, also dass die wirklich nicht mehr über den Zaun kamen, weil alles glitschig war, weil die so nass waren und keine Ahnung, auf jeden Fall war es mega der Brüller und die haben so einen richtigen Zug angekriegt an dem Abend, weil er so, ja, kann ich den Geheimnis verraten? Also so für euch, wenn ihr versucht, irgendwie mit einer Frau so ein bisschen näher zu kommen und ihr das so ein bisschen zeigen wollt, dass sie für euch was Wichtiges ist, könnt ihr ein Geheimnis verraten. Das muss natürlich was Echtes sein, was ihr nicht erfunden habt, aber jeder hat ja immer mal in seiner Jugend irgendeinen Scheiß angestellt, den er mal so erzählen oder raushauen kann. Ja, aber jetzt geht es ja wieder darum, wie findest du heraus, ob eine Frau an dir Interesse hat? Und Leute, manchmal versucht man wirklich zu viel in Texte rein zu interpretieren. Also das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel einer Frau so einen Text schreibt von 10, 12, 13 Zeilen und sie schreibt immer nur 2, 3 Wörter zurück und ich erlebe so oft, dass man dann immer versucht, Entschuldigungen zu finden. Sie hat doch so viel zu tun, bestimmt ist es einfach nur gerade stressig bei ihr und sie wollte mir wenigstens einfach irgendwie antworten und so. Und Leute, aber seid da mal ganz ehrlich zu euch, testet es mal, wenn ihr ihr nicht schreibt, kommt da was von ihr? Und es ist dann halt einfach dieser ernüchternde Moment, wo man sich manchmal bewusst machen muss, okay, sie steht nicht auf mich. Das heißt, der gegenteilige Effekt ist, wie merkst du, dass sie Interesse hat? Wenn sie dir wirklich sehr interessiert und mit größeren Texten zurückschreibt, wenn sie dir Sprachnachrichten schickt, wenn sie sehr interessiert daran ist, nicht nur aha, zu sagen, sondern auch was von sich dir erzählt. Also wenn man wirklich merkt, dass sie sich so, dass sie in dieses Gespräch mit euch so eintaucht. Also dass ihr wirklich merkt, sie erlebt dieses Gespräch nicht nur als passiver Zuhörer und ihr haltet einen Monolog in ihrem Beisein, sondern sie erzählt auch Dinge,
dazu, die thematisch zu dem passen, was ihr erzählt habt, und fragt wieder was, erwidert wieder was über sich, ne? Oder ihr fragt wieder was, also dass so ein ganz aktiver Austausch entsteht. Und das ist auch wirklich manchmal der Moment, wo ich manchmal Chats gezeigt kriege und werde gefragt, ja, meinst du, die steht auf mich? Ich sage, ey, ihr habt voll das geile Gespräch. Sag mal, da müssen wir anknüpfen. Ich will mit dir im echten Leben so coole Gespräche führen. Lass heute mal treffen oder morgen. Also werd da mal ein bisschen pushy, weil wenn du merkst, die Frau, da kommt so viel zurück, das ist diese Hochphase. Und genau in dieser Phase musst du sie auch treffen, weil wenn du anfängst, 4, 5, 6 Wochen mit der zu schreiben, wird es irgendwann unausweichlich so sein, dass sie sich langweilt. Und dann kann es tatsächlich sein, dass wenn du sie nach einem Treffen fragst, wenn du plötzlich merkst, die Kommunikation ebbt schon wieder so ab und so. Also wirklich nie länger als 2, 3, 4 Tage schreiben und dann direkt sagen, hey komm, ich will dich treffen. Gar nicht fragen, wäre das für dich okay, wenn wir uns denn treffen würden, dann könnten wir uns besser kennenlernen. Nicht so unterwürfig und so, sondern direkt sagen, ja, ich habe Bock weiter mit dir so zu quatschen, aber im echten Leben, lass mal treffen. Was machst du morgen oder übermorgen, wann hast du besser Zeit? Also dass ihr direkt so ein bisschen was, wie eine kleine Ansage macht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Was sind denn noch deine Anzeichen? Wie hast du schon mal gemerkt, dass eine Frau auf dich steht? Lass es uns doch mal irgendwie mit der Community so ein bisschen sammeln, was ihr alles schon so erlebt habt, was dazu noch gehört, wie ihr irgendwann mal schon mal gemerkt habt, dass eine Frau was von euch will oder ein starkes Interesse hat. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, meinen Kanal abonniert und wenn ihr die Glocke aktiviert. Ihr wisst ja, wie das ist. YouTube filtert stark. Man kriegt nicht immer alles mit, obwohl man jemanden abonniert hat. Aber wenn ihr die Glocke aktiviert, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Und ich freue mich sehr, euch morgen wiederzusehen, denn ich vlogge ja diesen Monat, den ganzen Monat, jeden Tag bis zum 24. und los dann auch alle Gewinnspiele aus. Also jetzt könnt ihr noch bei allen Gewinnspielen teilnehmen, also von Vlog 1, Vlog 3 und es werden noch weitere Folgen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend, ein ganz, ganz tolles Wochenende und wir hören uns morgen wieder. Ciao!